Um das Platin-Kampfmesser freizuschalten, müsst ihr einfach alle Nahkampfwaffen einmal auf Gold spielen. Und genau da sind ein paar Fragen aufgekommen. Was sind dann alle Nahkampfwaffen und wie kriege ich sie auf Gold? Und was ist die Platin-Herausforderung? Wir schauen uns alles an. Und zwar ist das so, momentan gibt es als Nahkampfwaffe einmal das Messer und einmal das Schild. Und genau die beiden Sachen müsst ihr auf Gold spielen. Und vorneweg noch ein kleiner Tipp. Dieses Messer, was ihr hier seht, was so schön glänzt, sieht nur so gut aus. Ich spiele am PC, weil ich am PC die Shader-Einstellungen auf hoch gestellt habe. Ich war zuerst sehr enttäuscht, als ich das Goldmesser freigeschaltet habe, beziehungsweise das Platinmesser, weil die Waffen ziemlich platt und hässlich aussahen. Die Shader-Einstellung hat es auf jeden Fall gemacht. Mit der richtigen Shader-Einstellung war dann plötzlich wieder ein schönes Messer zu sehen. Um nun mit dem Ganzen zu starten, müsst ihr die beiden Waffen auf Level 11 schalten, also einmal das Messer auf 11 bringen und einmal das Schild auf 11 bringen. Besonders gut eignet sich hier Herrschaft, weil ihr hier XP bekommt und wenn ihr die Waffe entsprechend ausgerüstet habt, diese XP auch für die Waffe zählen und ihr damit noch schneller levelt. Wenn das Messer auf Stufe 11 ist, fangen die ersten Herausforderungen an. Das sind primär Kills, 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 also schöne Missionen spielen, wo ihr Nahkampfoptionen habt, wo ihr mit dem Messer schön die Gegner holen könnt. Und das Ganze endet dann in der Gold-Herausforderung, in der ihr dann praktisch 10-mal 2 Abschüsse machen müsst, ohne zu sterben. Also ganz einfache Doppelkills, ihr könnt euch dabei Zeit lassen. Ihr müsst halt nur 2 Kills hintereinander machen, ohne zu sterben, auf ganz entspannt. Und schaltet dann das goldene Messer frei. Ich würde nach einer halben Stunde den Stream schließen, weißt du, was ich meine? Yay. Geist online. Yes, da ist er! Der zweite Doppelkill! Juhu! Damit ist das goldene Messer freigeschaltet und wenn ihr jetzt noch mehr sehen möchtet, dann haut gerne ein Follow raus. So ein kostenloses YouTube-Abo tut nicht weh, unterstützt mich ungemein und motiviert mich, weitere Videos zu machen. Und denkt auch daran, dass unser Hauptfokus der DMZ-Modus ist, wo wir viele Guides raushauen werden und so weiter. In der Hoffnung natürlich auch, dass das ein richtig guter Modus wird. Schild auf Level 11. Raus, Lobby, raus, 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 raus. So, jetzt kommt's drauf an, was ist die Gold-Herausforderung für das Schild? Sobald ihr das Messer also auf Gold freigespielt habt, kommt der Schild dran, den Schild auf Level 11 bringen. Denkt dran, solange das Schild ausgerüstet ist, zählen alle XP, zum Beispiel beim Herrschaftsmodus, mit zum Schildwaffen-XP. 40 Kills mit dem Schild. Wir müssen 40 Schildkills machen. 40. Haben wir Lust, nochmal 40 Kills, nochmal mit dem Schild jetzt reinzugehen? Ich bin nervlich. Ich bin ein Wrack schon, ne? Spiel du mal 10 Runden lang mit dem Schild. Das ist Horror. Während das Leveln des Schildes also noch relativ einfach geht, weil eben alle XP mit zu dem Waffen-XP tragen, solange ihr das Schild in der Hand habt, also zum Beispiel das Einnehmen eines Herrschaftspunktes und so weiter und so fort, ist es so, dass in den weiteren Herausforderungen jetzt Kills benötigt werden. Das heißt, ihr müsst wirklich mit dem Schild mit 2 Schlägen auf den Gegner killen und das Ganze unter anderem hier 40 Mal. Es kommen noch andere Herausforderungen. Also lasst euch nicht davon abbringen. Denkt auch dran, in Call of Duty spielt man nun mal eher seltener das Schild. Das heißt, irgendwo ist diese Herausforderung auch etwas Besonderes. Vielleicht kann das eine oder andere auch mal genießen. Denkt aber auch dran, dass ihr das Gegnerteam damit verrückt macht. Die Leute drehen durch, sie sind sauer auf euch. Sie hassen euch dafür, dass ihr ein Schild in Call of Duty spielt. Und dass auch viele Leute erstmal gerade am Anfang einer Runde gar keine Antwort dafür haben und nicht gegen ein Schild klarkommen. Also der Rage ist groß. Inspizieren noch schnell. Alles klar, auf geht's in die Herrschaft. Auf geht's ab, bis in die nächste Runde. Ladies and Gentlemen. Ladies, 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 Ladies. Wir gehen auf B. Mach auf, mach auf. Wir brauchen die Kills. 1. Die ersten 10 Kills sind immer die ersten 2-3 Kills sind immer leicht. Weil sie da noch nicht checken, dass ein Schildträger rumläuft, weißt du? Und dann wird's schwerer. Die Führung gehört uns. Die Führung gehört uns. 2. Oh, ich lauf zurück in die Granate. Ja, da ist mir, kann man auch nicht helfen, ne? Ich lauf einfach zurück in die Granate. Der Feind hat Bravo eingenommen. 3. Bravo wird gesichert.
abgesichert. Feind nimmt Charlie ein. 4. Der schießt. Bravo wird gesichert. 4. 4 Kills, ne? Richtig, oder? 4? Ich weiß nicht, ob ich mich verzählt habe. Ich bin so schlecht im Zählen. Feind nimmt Alpha. Moin! 5! Ich sag ja, das geht super schnell. 5 Kills. Komm, zieh. Vielleicht machen wir alle 21 Kills jetzt, diese Runde hier. 21 Kills incoming, da hätten wir die Mission weg. Schade, kein Kill. Yep, 7. Vier Kills, oh Gott. So, einige Leute haben eigentlich noch gar keine Strategie dagegen, ne? Fünf Kills. Komm. Ja. Ich find's. Fünf Kills noch. Naja. Schießt ruhig dein ganzes Magazin auf mein Schild, also. Ja, wieder. Ein Kill noch! Eins. Ja, und da ist er, der letzte Kill! Da ist er! Yay! Oh mein Gott, Leute, 40 Schildkills. So, jetzt bitte was Gutes, jetzt bitte Konzentration. Erreiche 10-mal 2 Abschüsse, ohne zu sterben, mit dem Schild. One eternity later. Geil, wir haben den goldenen Schild. Direkt mal ausstatten. Da ist das goldene, guck das an, oh mein Gott, das goldene Schild. Mit Aufklebern in Gold. Guck mal, mit goldenen Aufklebern. Goldene Schrauben. Das Schild sieht cool aus. Gefällt mir richtig gut gerade. Das goldene Schild sieht echt cool aus. Lol, das goldene Schild. Ich bin glücklich. So, dann gucken wir jetzt, was wir brauchen für das Messer. Jetzt wird's mal spannend. Also, was brauchen wir für das Platinmesser? 1, 2, ich lese vor. Erreiche 10-mal... innerhalb von 10 Sekunden 2 Abschüsse. Verbündeter Marschflugkörper im Anfang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah, und da ist er. Und da ist der letzte Doppelkill. Yay, wir haben's. Wir sollten sicherheitshalber noch einen machen. Also wir sollten jetzt nicht aufhören, weil falls einer von denen nicht gezählt hat. Also hier sind 2 Gegner. Und los! Zack! Und jetzt ist er 100% drin! Da haben wir ihn! Yay! Das war mal ein etwas anderes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne jederzeit im Stream. Ansonsten war das eine sehr, sehr schöne Überbrückung, bis wir weitere Leaks, News, Infos haben zum DMC-Modus. Da warte ich ja wirklich gespannt auf die Neuigkeiten. Also wirklich gespannt wie Flitzebogen. Und ja, bis dahin können wir uns mit Modern Warfare 2 wirklich schön die Zeit vertreiben, schöne Challenges. Ich kann auch diese Messer-Challenge absolut nur empfehlen, weil sie etwas anderes ist, weil sie mega Spaß macht. Und ich kann jedem nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Vor allem auch diese Schildkills machen einen vielleicht ein bisschen wahnsinnig, aber es ist ja nur einmalig und ja, probiert's mal aus. In dem Sinne, bleibt gesund, bleibt sauber, ich sage hasta luego und hasta la vista.